Herzlich willkommen zu einem neuen Gespräch bei Sam. Mein Gast heute, Raik Garve. Der liebe Raik war ja schon einmal Gast bei mir und wir haben gesagt, das müssen wir intensivieren. Vor allen Dingen mit seinem Thema, was er genau vor der Nase hat, das Bildungssystem. Ich finde es ganz wundervoll, lieber Raik, dass du dich diesem jetzt annimmst und würde aber zuerst einmal schauen wollen, wo hakt's denn aus deiner Sicht überhaupt bei dem Bildungssystem, was wir jetzt haben? Eigentlich mehr eine rhetorische Frage. Ja, ich glaube, so langsam wird es vielen auch bewusst, dass wir tatsächlich auch in Bezug auf das Bildungssystem eine komplette Erneuerung brauchen. Und ich glaube, das Schwierige ist, zu verstehen, wo wir ansetzen müssen. Und ich denke, deswegen ist es wichtig, mal wirklich das heutige Bildungssystem mal ganz genau zu analysieren, zu schauen, wo liegen die Problemfelder und was bewirken diese Probleme? Also was macht es mit den Menschen, speziell mit den Kindern? Und dann kann man sich natürlich überlegen, im zweiten Schritt auch gemeinschaftlich, wie müssen wir es anders gestalten? Weil es ist ja letztendlich eine kollektive Aufgabe. Das heißt also, wir müssen erstmal das Problem richtig klar verstehen und daran liegt letztendlich auch schon die Lösung begründet. Und dann sollten wir uns gemeinschaftlich dran setzen. Jeder ist gefordert, niemand ist ausgegrenzt. Ja, Pädagogen sind gefordert, Eltern sind gefordert. Menschen, die sich generell für Bildung interessiert, sind gefordert, ein anderes Bildungssystem einzufordern und auch zu gestalten. Ich glaube, das ist so wichtig, weil wir gerade in den letzten 3 Jahren sehen konnten, was ein Bildungssystem, das seit etwas über 100 Jahren existiert, mit Menschen gemacht hat. Nämlich, es hat sie zu Untertanen, zu Sklaven, zu Konsumenten, zu Biorobotern erzogen, die dann im Grunde jeden Schwachsinn mitmachen. Mhm. Aus meiner Sicht ist es tatsächlich ein riesiges Bildungsdefizit. Nicht nur was Wissen anbelangt, sondern natürlich auch die Art, wie Bildung bisher vermittelt wurde, nämlich meistens sehr traumatisierend und ausgrenzend und auch ja, einer Art von Spaltungsagenda folgend. Und das ist ein sehr komplexes Thema, aber es ist nicht so kompliziert, dass man es nicht verstehen könnte. Und ich würde kurz mal etwas anderes skizzieren, weil das Bildungswesen oder die Bildung, wie wir sie heute genießen dürfen in der westlichen Kultur, aus meiner Sicht in einem viel größeren Kontext zu sehen ist, nämlich, ich nenne das den Teufelskreis der Normopathie. Mhm. Also das Verhalten der letzten 3 Jahre zeigt im Grunde ein normopathisches Verhalten. Und Normopathie heißt ja nichts anderes als die Natur- und Selbstentfremdung des Menschen. Also nicht nur von seiner eigenen Natur, wer er wirklich ist, sondern eben auch von der ihn umgebenden Natur. Durch die unnatürliche, widernatürliche Lebensweise, die wir momentan haben, die uns ja so fortschrittlich verkauft wird, was sie aber de facto nicht ist. Und Normopathie zeigt sich darin, dass Menschen sich an soziokulturelle Normen, egal wie schwachsinnig die sind, anpassen aus Angst vor Ausgrenzung. Sie machen also den größten Schwachsinn mit, weil sie Angst haben, sonst irgendwie isoliert zu stehen, stigmatisiert zu werden, ja, ausgegrenzt zu werden. Und das ist so eine Urangst der Menschen, nicht mehr dazugehören zu dürfen. Und deswegen machen viele den Blödsinn, den wir ja die letzten 3 Jahre sehen konnten, einfach mit, weil sie ja Angst haben, sonst alleine zu sein. Also es wird hier sehr stark mit Urängsten gearbeitet und das, was dabei rauskommt, dieses normierte Verhalten, ist ja nur Teil, wie gesagt, einer Kette von Ereignissen, die Menschen zu dem gemacht haben. Und die Schule, das Bildungssystem, wie wir es heute haben, ist eben ein wichtiger Baustein in dieser Kette. Aus meiner Sicht fängt das mit der Geburt bereits an, vielleicht sogar schon früher, sodass Menschen sehr früh Bindungstraumata erfahren, also die Geburt traumatisch, mhm, dann, ich sag mal, die erste Gewalt, Übergriffe auf die Kinder in Form von Impfungen oder von irgendwelchen anderen medizinischen Verfahren. Dann die frühe Fremdbetreuung in Tageseinrichtungen, in Krippen, in Kitas, ja, wo also tatsächlich die Bindung, das Wissen um Bindung im Grunde mit Füßen getreten wird und die Kinder dann nur abgestellt werden, damit die Eltern im Hamsterrad des Systems einfach funktionieren können. Und später kommt dann noch eben die Schule, der Schulzwang, die staatliche Zwangsbeschulung dazu, wo die Kinder unter ihresgleichen eben in so eine Art Kastensystem eingeschult werden und völlig widernatürlich, also nur unter Gleichaltrigen sich befinden, was dann auch dazu führt, dass letztendlich so eine kollektive Unreife weitergegeben wird. Man kennt das in einer Fachsprache unter dem Begriff gleichaltrigen Orientierung. Mhm. Und das führt dazu, dass Kinder sich eben an den gleichaltrigen Kindern orientieren, weniger mehr an den Erwachsenen. Und das führt dazu, dass die eigentliche Werte- und Kulturvermittlung, wie sie immer war, nämlich vom reifen Erwachsenen zum Kind, man spricht von einer vertikalen Kultur- und Wertevermittlung zu einer horizontalen Kultur- und Wertevermittlung, verkommen ist. Das heißt, die Unreifen bringen sich untereinander den Blödsinn bei.
Und die Digitalisierung hat das nochmal weiter verstärkt, dieses Phänomen, sodass wir am Ende nach 18 Jahren Schulkarriere oder nach diesem 18, 19, wenn die Menschen 18, 19 sind, im Grunde emotional unreife, traumatisierte, bindungsgestörte Individuum haben, wobei Individuum eher angepasste Massenmenschen sind, also diese wirkliche Individualität, die ja ein Mensch mitbringt, dieses Göttliche in jedem, ist ja abtrainiert worden. Ja. Stichwort unsichtbarer Lehrplan. Und diese unreifen Menschen, die auch eben bindungsgestört sind und damit im Grunde auch nicht mehr richtig beziehungsfähig, das sehen wir auch, wie viele Beziehungen scheitern, Scheidungsrate, Alleinerziehende, das sind alles Fakten, die brauchen wir ja nur aufzählen, dann sieht man das Problem. Das Problem liegt aber eben, oder die Ursache für dieses Problem liegt tatsächlich in dieser bindungsgestörten Entwicklung, die eben durch Einrichtungen wie Krankenhäuser, also bindungstraumatisierte Geburt, Kaiserschnittgeburt oder generell traumatisierte Geburt, Fremdbetreuung der Kinder in diesen Einrichtungen, Zwangsbeschulung und. Das trägt alles dazu bei. Und dann haben wir im Grunde am Ende, ja, ich sag mal, angepasste, leidenschaftslose Pflichterfüller, Konsumenten, Sklaven, was die Denkweise angeht, nach dem Motto, ihr lernt in der Schule letztendlich Angst zu haben, Fehler zu machen und im Grunde so eine Art Erfüllungsmodus. Also nach dem Motto, sag mir, was ich zu machen habe. So, führe aus. So. Und das sind natürlich dressierte, man kann es mal ganz krass sagen, dressierte Bioroboter. Mhm. Ja, das wollen die Leute natürlich nicht hören, aber das Verhalten, das wir sehen konnten, dieses normopathische Verhalten, was zu einem Massenphänomen geworden ist, hat genau das gezeigt. So, und das Problem ist, diese Menschen, ich will nur kurz in den Kreis rund machen, die sind ja traumatisiert, kommen wieder zusammen, kriegen vielleicht sogar Kinder, aber haben ihre eigenen Themen gar nicht aufgearbeitet. Ja, und dann knallt es vielleicht und diese unreifen Kinder kriegen wieder Kinder und was passiert, dann wird das ganze Thema wieder fortgesetzt in die nächste Generation. Das ist dieser Teufelskreis, den nenne ich den der Normopathie, der sich dann quasi immer selber weiterträgt, aber letztendlich von Generation zu Generation das Reifeniveau weiter absinken lässt und da auch dazu führt, dass unsere Gesellschaft immer mehr kaputt geht. Das sehen wir ja. Genau, da wollte ich eigentlich, du hast es jetzt zu Ende gebracht, das ist ja nicht erst jetzt das Problem der letzten Generation, sondern das ist ja so, so lange, ich sag mal, kreiert worden, denn ich glaube, das war zu der Zeit auch meiner Eltern, da gab es schon die Idee, also das Kind wird nicht von der Mutter gestillt, sondern man kann das Kind auch trainieren, dass es zu den Zeiten die Mahlzeit kriegt, weil man denkt, dass es für den Säugling richtig sei. Aus der eigenen Erfahrung, dass meine Großmutter zu meiner Mutter gesagt hat, weil die haben sich nebenbei selbstständig gemacht, meine Eltern, gib mal her, ich mach das schon, schreien kräftig die Lungen, die wird schon lernen, wann sie dann zur richtigen Zeit zu essen hat und außerdem gibt's die Flasche. So, ganz einfach. Und es war ja auch in irgendwelchen schlauen Büchern schon gestanden, dass man eben Kindern beibringen kann, wenn man sie mal ein bisschen brüllen lässt, dann lernen sie das schon, dann hören sie irgendwann auf. Und das geht ja schon über Generationen. Und dann sind wir heute da gelandet, hast du gerade ganz wunderbar eben auch zu Ende gebracht, das wollte ich nur einbringen, dass das ja schon über ewige Generationen so läuft. Und das, was wir jetzt haben, das ist ja das Schluss, die letzte Generation, kommt zwar aus einem anderen Kontext, aber an der Stelle sind wir gerade. Ja, bitte. Kann man ganz genauso sagen. Also auch dieses Stillthema, vielleicht nur ganz kurz dazu. Diese Empfehlungen zum Beispiel, Kinder alle 2-3 Stunden zu stillen, weißt du, woher das kommt? Sag's. Das ist auch interessant, wenn man das mal recherchiert. Sag's mir. Das sind Empfehlungen von Ärzten, männlichen Ärzten aus dem Ende des 18., Anfang des 19. Jahrhunderts für Waisenhäuser. Mhm. Wo also Kinder, gerade so in England war das, massenweise abgegeben wurden. Ja, und dann hast du quasi, was weiß ich, 100 Kinder. Und nur 3, 4, 5 Krankenschwestern. So, und die müssen quasi industriell diese Kinder irgendwie versorgen, also in einer Masse. Und dann ist es natürlich einfacher, alle 2 Stunden zu sagen, jetzt wird gestillt oder die kriegen ihre Flasche zu trinken. Das hat damit zu tun. Das sind Empfehlungen, die wurden damals von Ärzten verfasst für Waisenhäuser und die haben sich dann so nach und nach in eben entsprechende Ratgeber weiterentwickelt, die wir heute kennen. Ja, genau. Fragt niemand nach, aber jedes Kind ist individuell und hat seine individuellen Bedürfnisse, wann es was haben möchte. Ja. Ne? Und auch diese Empfehlung, also Kuhmilch oder einfach Ersatzmilch zu nehmen, hat auch einen Grund, weil die Muttermilch ist nicht so fett- und nährstoffreich wie zum Beispiel die Kuhmilch, logisch, weil eine Kuh muss ja innerhalb von 18 Monaten ausreifen. Und das bedeutet für ein Kind, das Muttermilch bekommt, es muss häufiger gestillt werden. Mhm. Warum?
Es geht nicht nur um die Milch, es geht um den Kontakt, ja. Es geht um die Bindung, richtig. Es geht um den Körperkontakt. Das ist nämlich das Entscheidende. Wir sind Bindungswesen, wir brauchen diesen Kontakt. Zu Beginn sowieso den Körperkontakt, das ist die erste Stufe der Bindung, die ist ganz wichtig. Genau, da hätten wir dann hat die Natur ja, die erste so Störung. Genau, also ich bin da vollkommen bei dir. Ich bin ja auch gerne, dass ich die Menschen darauf hinweise, das Thema der Charaktertypologien eben von intrauterin. Du sagtest vorhin, es geht mit der Geburt los. Ich glaube ja tatsächlich, es geht schon vorgeburtlich eben los. Ja. Dass da die ersten Störungen eben reinkommen und dann kann man das ja ziemlich schön aufdröseln, wo das dann am Ende landet und mit welchen Prägungen und Glaubenssätzen wir dann ja am Ende zu kämpfen haben, beziehungsweise wir uns dessen bewusst werden dürfen, um es aufzulösen. Aber gehen wir mal weiter in dem Schulthema. Ja. Also ich sag mal so, das war erstmal nur, dass man mal versteht, die Schule ist Teil dieses Teufelskreises der Normopathie, hat aber einen sehr wichtigen Baustein, weil es ja immerhin, ich sag mal, 10 bis 12 Jahre des Lebens der Kinder, der heranwachsen bestimmt, gerade in der Zeit, wo sie ja geprägt werden, wo sie ihr Weltbild entwickeln, wo sie versuchen, auf eigene Beine zu kommen. Ja, das ist ja genau dieser Punkt. Also wenn man das jetzt versteht, dass wir in der Schule, wie wir sie heute haben, immer noch, ich sag mal, eine Art von unsichtbaren Lehrplan haben, der nicht so sehr mit den Inhalten, die da vermittelt werden, zu tun hat, sondern mehr mit der Art, wie vermittelt wird. Ja? Ich will das jetzt gar nicht bis ins Detail aufführen. Also wen das interessiert, einfach mal unter dem Stichwort unsichtbarer Lehrplan oder die 7 Lektionen des unsichtbaren Lehrplans aufführen. Es geht letztendlich um Dressur, könnte man mal vereinfacht sagen. Kinder werden dort intellektuell, emotional abhängig gehalten. Sie werden mithilfe der Hausaufgaben, sage ich mal, auch überwacht, wenn man so möchte. Also quasi außerhalb der Schule wird dann sozusagen der Überwachungsmodus gestartet, wenn es heißt, ja, du musst ja noch Hausaufgaben machen in der Freizeit. Und genauso wird das Wissen völlig fragmentiert vermittelt, sodass gar kein tiefes Verständnis der Welt oder des Themas entstehen kann. Dann haben wir die Pausenglocke, die also quasi immer nach einem bestimmten Rhythmus, pavlovsche Konditionierung, wie mit der Glocke, die gerade die Lernerfahrung unterbricht. Ja, das sind auch Konditionierungen, das ist Lektion der Pausenglocke, die letztendlich dann auch suggeriert, eigentlich ist nichts wirklich wichtig, womit man sich tief beschäftigen sollte, weil man wird ja immer wieder unterbrochen. So. Also völlig, völlig gegen die Lernphysiologie eigentlich, was wir immer noch haben. Es ist ein System aus dem 19. Jahrhundert, völlig veraltet. Und es wird pure Gewalt angewendet, wenn man das mit Zwang verknüpft. Mhm. Aber ich will das nochmal ein bisschen klarer runterbringen. Also ich habe jetzt aus meiner Sicht 8 Punkte, die heute wirklich das heutige Schulsystem wo die Probleme aus meiner Sicht liegen, die will ich nur mal kurz aufführen und dann können wir uns da mal überlegen, wie man es besser machen müsste, weil wenn man das Problem klar benennen kann, kann man natürlich auch eine Lösung finden, das ist ja das Schöne. Erkennen, verstehen, also, verändern, so geht das. Und darum geht es, mir geht es um die Veränderung, mir geht es jetzt nicht um das Problem und dann lasse ich die Leute damit alleine, sondern ich möchte auch Lösungen aufzeigen, ich möchte zeigen, es ist möglich, wir müssen, und das ist auch so ein Thema, die Schule bringt Kindern erlernte Hilflosigkeit bei, nach dem Motto, frag immer nur einen Experten oder eine Autorität um Erlaubnis, selbst wenn du auf Klo gehen willst, und dieses antrainierte Verhalten müssen wir wieder fair lernen, ja, erlernte Hilflosigkeit müssen wir fair lernen, das ist der Punkt. Mhm. Also das erste Problem, was wir heute in der Schule haben, neben dem unsichtbaren Lehrplan, ist das ganze Thema Bindungslosigkeit, ja. Das heißt, Bindungslosigkeit, das ist ein Riesenthema, könnten wir auch nochmal ein eigenes Interview zu machen, führt dazu, dass Kinder im Grunde in ihrer Entwicklung verzögert sind, unreif sind und letztendlich auch verhaltensauffällig werden. Allen voran, dass sie sehr unsozial sich verhalten, aggressiv sind, egoistisch sind, Mobbing und so weiter. Das ist die Folge von Unreife infolge von Bindungslosigkeit, die Kinder erleben, wenn sie zu früh von ihren wichtigsten Bezugspersonen getrennt werden, sprich den eigenen Eltern. Dann hatte ich schon gesagt, wir haben dieses Massenphänomen der gleichaltrigen Orientierung. Das ist genau das, was passiert, wenn die Kinder in eine Bindungslosigkeit oder eine Bindungslücke, sagt man in der Fachsprache, reingeraten. Sie suchen sich neue Orientierung. Und wenn sie viele Stunden am Tag mit anderen Gleichaltrigen in einem Klassenverband zusammengehalten werden und der Lehrer nicht gerade wirklich so charismatisch und so liebevoll und so wirklich toll ist als Mensch, dass man sich zu dem hingezogen fühlt, dann fängt man an, untereinander Bindungen einzugehen. Das Problem ist nur bei diesen Bindungen unterhalb der Gleichaltrigen, dass diese Bindung, ich sag mal, nicht besonders liebevoll und sehr vertraut sind. Ja? Guck mal, ein Kind, das Sorgen hat, Ängste hat, kann sich ja zu dir als Mutter oder als Vater wenden und wird dort nicht ausgelacht. Unter Gleichaltrigen wird ziemlich brutal miteinander umgegangen. Und damit im Grunde passiert das Nächste. Die Kinder werden dann aufgrund der Beschämung, die dann stattfinden kann, das fängt ja schon auf Spielplätzen an, das sehe ich ja auch, fangen sie an, diese zarten Gefühle abzuspalten. Man redet von Gefühlspanzerung. So, das heißt, die werden dann im Grunde immer gefühlskälter in dieser Hinsicht.
weil sie sonst gar nicht überleben könnten in dieser rauen Atmosphäre, dieser brutalen Atmosphäre. Da musst du dir mal vorstellen, das ist wie jetzt, wenn du ein Kind in ein Kriegsgebiet bringst. Ja, man setzt es der Beschämung, dem Mobbing und was weiß ich nicht alles aus. Und das alles mit Rahmen eines Zwanges, ja, also einer staatlichen Zwangsbeschulung. Es ist einfach absolut, wenn man das beobachtet, es ist so dermaßen absurd, was wir hier machen, so dermaßen gewaltvoll. Nur, wenn wir eine Gesellschaft haben, die bereits schon das mehrere Generationen durch hat mit Gefühlspanzerung, dann nehmen wir das gar nicht so wahr. Mhm. Das kennen wir aus der Traumaforschung, der Traumatisierte spaltet vieles ab und schiebt das sozusagen weg und dann nimmt er das nicht so wahr und fragt, wieso, das haben wir auch so gemacht, das hat mir doch auch nicht geschadet, sagt der Traumatisierte. Genau. Hm. Die Sprüche kennen wir wahrscheinlich alle von unseren Eltern. Natürlich, ne? Ja. Und das nächste Problem ist, wir haben viel zu große Klassen, viel zu groß und sie sind gemischt, ja, Jungen und Mädchen. Und Jungen und Mädchen sind zwei völlig unterschiedliche Wesen, sage ich mal so, die auch völlig unterschiedliche Bedürfnisse haben und auch völlig unterschiedliche Reife gerade haben in diesem Alter, so mit 6, 7, wenn sie eingeschult werden. Mädchen sind meistens reifer und die Jungs sind wilder. Ja, und jetzt zwingt man alle dazu, still zu sitzen. So. Und das ist, und natürlich, wenn die Klassen zu groß sind, ist das Verhältnis Lehrer-Schüler ungünstig. Ja, ein Lehrer vielleicht 20, 30 Schüler, dadurch kann keine wirkliche Bindung aufgebaut werden. Nächstes Problem, auch wieder Bindungslosigkeit. Was wir jetzt seit ungefähr 1,5 Jahren haben, ist, dass sehr viele Kinder auch aus anderen Ländern, die gar nicht Deutsch als Muttersprache haben, dazukommen. Das heißt, wir haben verschiedene Sprachniveaus und gemischte Klassen, also auch Kinder mit Migrationshintergrund, die eben jetzt, was weiß ich, aus den Kriegsgebieten hergekommen sind. Und die Einheimischen, die deutschen Kinder haben jetzt das Problem, jetzt wird das alles in einen Topf geworfen. Und natürlich, klar, die werden alle benachteiligt. Sowohl die, die noch kein Deutsch können, als die, die schon Muttersprachler sind. Das heißt, auch da findet durch diese Mischung, findet letztendlich für beide eigentlich eine sehr ungünstige Situation statt. Dann, was wir noch haben, überwiegend, gerade in den Grundschulen, ein weibliches Erziehungsprogramm. Das muss man mal verstehen. Ich sage mal, Jungs haben andere Bedürfnisse als Mädchen. Und überwiegend Lehrerinnen unterrichten. Und die machen das so gut, wie sie können. Mhm. Aber sie sind nun mal Frauen, sie schauen durch eine weibliche Brille in die Welt hinaus und Jungs haben andere Bedürfnisse. Das ist das Problem. Es fehlen eigentlich zu viele männliche Lehrer, um das mal ganz kurz zu halten. Da kann man ganz viel zu sagen, weil Männer und Frauen einfach... Da kommen wir in einem anderen Video dazu. Das Thema männlich-weiblich nehmen wir uns noch vor, ganz bestimmt. Das müssen wir machen, das ist wichtig. Ja. Also das heißt, dieses, wie was ich schon sagte, dass man die Kinder dazu zwingt, still zu sitzen, obwohl Jungen einfach wilder sind, ja, die müssen sich erstmal auspowern und dann geht es auch, ne? Und Mädchen sind einfach schon sprachlich weiter, sie sind feinmotorisch vielleicht schon weiter. Ja, aber das ist genauso idiotisch. Da gab es immer so einen Comic, da siehst du so einen Mann, der sitzt an so einem Pult und vor ihm steht eine Giraffe, ein Nashorn, ein Affe, ein Fisch und also so ein Goldfischglas. Und dann heißt es, und das soll einfach nur ein Beispiel sein für das heutige Schulsystem, damit es möglichst fair ist für alle Beteiligten, kriegen alle die gleiche Aufgabe. Bitte klettert auf den Baum. Sagt er zur Giraffe, zum Affen, zum Nashorn, zum Goldfisch. Und das ist genau das. Wir versuchen etwas, was von Natur aus unterschiedlich ist, hier künstlich mit Zwang von außen gleich zu machen. Und das funktioniert nicht. Und die Kinder wehren sich innerlich dagegen auch. Dann hatte ich schon gesagt, wir haben dieses klassische Schubladendenken beziehungsweise diese Fragmentierung des Wissens. Also wir haben eine Dreiviertelstunde Deutsch, Pause, Dreiviertelstunde Mathe, Pause, Dreiviertelstunde Erdkunde, Englisch, was auch immer. Das heißt, wir bekommen keine wirkliche Tiefenerfahrung. Das Wissen kann nicht wirklich tief einsinken und auch das Thema kann nicht tief durchdrungen werden. Mhm. Weil letztendlich alles darauf hinausläuft, dass am Ende man irgendwie eine Prüfung besteht, eine Note bekommt, es abhakt und zum nächsten Thema hetzt. Das ist ja das sogenannte Bulimie-Lernen dann gerne, ne? Das ist Bulimie-Lernen. Das ist wirklich reinstopfen, auskotzen, abhaken, nächstes, ja. Und da kommen wir schon zum nächsten Punkt. Es wird viel zu viel Theorie vermittelt, viel zu viel abstraktes Zeug, ja. Es fehlt der Bezug zum echten Leben, es fehlt der Bezug zur Praxis. Die Kinder werden im Grunde in der Schule vom echten Leben, ich sag mal, 10 Jahre ferngehalten. Sie werden quasi genauso wie die alten Menschen, die in Pflege und Altenheime abgestempelt werden oder weggeschoben werden, werden die Kinder genauso vom echten Leben weggeschoben. Nur die Erwachsenen, die im Hamsterrad dann sozusagen schuften dürfen, die kriegen das halt mit. Und die anderen, die Alten und die Jungen, die werden sozusagen getrennt. Und das ist auch wieder Spaltung letztendlich. Früher gab es sowas nicht. Da gab es Dorfgemeinschaften, Sippengemeinschaften, da waren Kinder, konnten sehen, was die Eltern arbeiten und alle waren irgendwie zusammen. Und es gab Großeltern, Tanten, Onkels, ältere, jüngere Kinder.
Und so ist, sind wir gepolt von unserer Biologie, ja, von Älteren auch zu lernen oder auch an Jüngere weiterzugeben und so weiter. Aber hier wird künstlich etwas gleich gemacht, was natürlich Probleme mit sich bringt. Und jetzt kommt noch etwas hinzu, was sehr gefährlich ist, das sich ja gerade in so den letzten 10, 15 Jahren verschärft hat. Das ist das Thema Frühsexualisierung und Genderagenda. Ganz schlimm. Das heißt, hier werden Kinder ganz bewusst ideologisch in Bezug auf ihr eigenes Geschlecht verwirrt. Ja. Ganz klar. Es ist hier eine ideologische Agenda, die eben politisch unterstützt wird, die letztendlich das Ziel hat, aus meiner Sicht, in einem viel größeren Kontext einen neuen Menschentypus zu erschaffen für eine angestrebte sogenannte neue Weltordnung. Und da muss man die Menschen erstmal von allem entwurzeln, was ihnen heilig ist und heimisch ist. Ja? Also die eigene Identität muss man verwirren, die Verbindung zur Heimat, zu der Tradition, zur Kultur muss man alles ihnen nehmen. Und das passiert hier gerade. Das ist ein Umerziehungsprogramm, was von oben mit Druck aufgefropft wurde oder wird. Wobei da auch wieder für mich das, was wir eingehend hatten, mit eine Rolle spielt, die Störung, die wir bereits intrauterin und im ersten Lebensjahr haben. Das ist eine ganz wichtige Phase. Wer sich mit Wilhelm Reich beschäftigt hat, und da gibt es auch andere gute Literatur, dann kommen wir auch zu dem Thema wieder der Sexualisierung, der Frühsexualisierung. Wo sind die ersten Einschläge? Wo ist was schon dort an Konfliktmaterial aufgekommen, was heute dazu führt, dass eben ein Junge vielleicht sich doch eher dann zu Jungs hingezogen fühlt. Also man kann da auch nochmal mit einem anderen Blick dran gehen, aber ich glaube, vielleicht nehmen wir das eher in unser Interview zu männlich-weiblich mit auf, und das würde jetzt im Bildungsbereich auch deutlich zu weit führen. Aber es gehört dazu, ja, ne? Wie das, wenn man das von oben betrachtet, wie perfide das alles gebaut ist und was uns da im Grunde widerfahren ist und wie wach wir sein dürfen auf so vielen Ebenen, damit wir eben nicht in die Falle tappen. Und auch ich tapp ja. Täglich werden wir geprüft, immer wieder rein. Ja. Jeden Tag. Naivität wird hier gnadenlos ausgenutzt und bestraft, könnte man sagen. Man darf nicht naiv sein heutzutage. Man muss sich wirklich mit vielen Themen beschäftigen. Wenn einem an einem freien, bewussten Leben, was Zukunft haben soll, Interesse besteht. Wenn nicht, na gut, dann schwimmt man mit der Masse mit und dann passiert genau das. Ne? Aber ich glaube, darum geht es jetzt, dass wir ganz klar benennen, was falsch läuft und uns dann Gedanken machen, individuell, aber auch kollektiv, wie wir es besser machen können. Das ist ja das Spannende an dieser Zeit. Es gibt jetzt keine wirklichen Patentlösungen, aber es gibt wunderbare Ansätze. Und die muss man halt abklopfen, inweit sie tatsächlich eine Lösung bieten. Mhm. Ne? Und um das nochmal rundzukriegen, was macht die Schule im Grunde, wie sie momentan aufgestellt ist? Und ich muss nochmal ganz klar betonen, ich bin nicht gegen irgendwelche Pädagogen oder Lehrer, weil ich verstanden habe, dass das System, es ist wie bei den Ärzten, man studiert das, man möchte was Tolles, man möchte den Kindern helfen und dann kommt man in ein System rein und merkt ganz schnell, wo die Abhängigkeiten sind und letztendlich auch, wie das System das Verhalten der am Anfang noch sehr idealistisch geprägten Pädagogen oder Ärzte dann in eine bestimmte Richtung zwingt. Ganz subtil. Und dieses Verhalten entsteht durch das System. Also was macht im Grunde die Schule noch? Sie zerstört zwei zentrale menschliche Grundbedürfnisse. Einmal das Bedürfnis nach Individualität und Autonomie, indem es im Grunde ja letztendlich oder auch das Bedürfnis nach Selbstbestimmung, also dass man selber sagt, ich möchte das und das machen. Ja. Was macht die Schule? Sie sagt, du musst jetzt aber das lernen. Ja, interessiert mich aber nicht. Ja, ist jetzt aber dran. Dann kriegst du eine schlechte Note, wenn du es nicht machst. Mhm. Also Erpressung, Zwang, Nötigung. Das ist das eine. Und das andere ist unser Bedürfnis nach Verbindung, Beziehung. Und das wird im Grunde in der Schule zerstört dadurch, dass Benotungen stattfinden, dass die Menschen oder die Kinder in eine Art von Konkurrenzsituation gebracht werden, wo sie dann auch wieder beschämt werden, wo Neid entsteht, wo einer sich über den anderen stellt, sagt, ich bin besser als du bist schlecht oder du bist Streber und dieses Ganze, also auch wieder Spaltung spielen. Und da merkt man mal, wie idiotisch das Ganze ist. Es geht gar nicht mehr so darum zu sagen, okay, welches Wissen wird vermittelt. Das ist auch teilweise sehr fragwürdig, sondern es geht darum, was für eine Verhaltensnormierung findet durch das Schulsystem bei den Kindern statt. Ja, angepasste Pflichterfüller oder leidenschaftslose angepasste Pflichterfüller hat das Gerald Hüther mal so schön gesagt. Ja, also Erfüllungsmodus, einfach ausführen. Gleichzeitig haben die Menschen durch das Benotungssystem Angst, Fehler zu begehen. Das heißt, diese Fehlerangst, das ist natürlich das, was dich später, als wenn du dann rauskommst aus der Schule, aus der Anstalt, wie man so möchte, daran hindern kann, die Welt zu erkunden, weil du hast Angst, Fehler zu machen, weil du kannst ja bestraft werden. Du hast Angst, deine Meinung zu sagen, weil du kannst ja bestraft werden. Du hast Angst, irgendwas Neues auszuprobieren, weil es kann ja falsch gehen oder es kann ja daneben gehen. Ja? Das heißt,
dieses Ganze, was das Kind anfänglich mitbringt, diese Emergenz, diese innere Motivation zum Handeln, die wird im Grunde durch das System über mehrere Jahre abtrainiert. Also bei den meisten. Es gibt Ausnahmen natürlich, Gott sei Dank. Aber das ist, sage ich mal, so das, was wir momentan haben. Und am Ende hast du letztendlich einen normierten Massenmensch, der nicht mehr seine wirkliche Göttlichkeit und Individualität lebt, beziehungsweise sie in sich fühlt. Ja, der ist unter Umständen sehr stark gefühlsgepanzert, je nachdem, wie beschämend und traumatisierend die Erfahrungen waren mit den Gleichaltrigen. So, und das ist dann das, was am Ende massenweise rauskommt. Ein Konsument, der natürlich dieses Wirtschaftssystem, wie wir es haben, und so muss man auch Schule sehen, es wurde von den Industriebaronen im 19. Jahrhundert geschaffen, um ein bestimmtes Gesellschaftssystem, wie wir es ja heute immer noch haben, am Laufen zu halten. Wir brauchen Konsumenten, wir brauchen Menschen, die Befehle ausführen können, die Arbeiter, Soldaten sind, die letztendlich einfach in eine bestimmte vorgegebene Hierarchie eingebettet werden können und dann einfach ihre als kleines Rädchen im großen Räderwerk ihre Aufgabe vollziehen. Die funktionieren. Und nicht irgendwelche Fragen stellen oder Dinge hinterfragen. Ja. Das ist der ursprüngliche Sinn von Schule, so wie wir es im 19. Jahrhundert kennengelernt haben, beziehungsweise wir sind im 21. Jahrhundert, da sehen wir die Diskrepanz, aber das läuft halt immer noch so. Das ist jetzt mal so ganz vereinfacht, aber ich denke mal, klar auf den Punkt gebracht, was wir heute für eine Situation haben. Und die muss dringend, allerdringend, also wirklich das höchst dringend, dieses System gemeinschaftlich von innen heraus zum Wohle der Kinder, zum Wohle der nächsten Generation, zum Wohle, dass wir überhaupt eine vernünftige Zukunft haben, zu verändern. Das ist der ja, Punkt. Ja, absolut. Aber du hast ja auch Lösungen oder Ideen schon mal mitgebracht, denn ohne die würden wir dieses Video gar nicht machen. Wir sind ja beide auch anders auf dem Weg. Wir wollen den Menschen gerne auch Impulse schenken, die sie eben zu Lösungen führen, die sie auch selber mit erarbeiten können. Ich denke, dass du machst es schon länger als 3 Jahre. Du bist schon, ich glaube, 7 Jahre oder sowas auf deinem Weg damit, entsprechende Aufklärungsvideos und Impulsvideos zu geben. Ja, und ich bin jetzt 3,5 Jahre dabei. Also von daher kommen wir nicht ohne Lösung. Ich bin ganz gespannt, ja, was du da auf deinem Zettel oder in deinem Kopf bereits hast und freue mich zu hören. Auch, und damit ich nichts vergesse, habe ich auch ein alles bisschen gut, was auf dem Zettel stehen. Alles gut. Und der Rest ist im Kopf drin. Naja, du hast ja so viel in deinem Kopf, das ist ja bemerkenswert. Also. Na, ich muss es nur so geordnet rausbekommen, aber da helfen mir die Zettel, wenn ich das selber nochmal aufgeschrieben habe. Also wir müssen, um das mal aus einer etwas anderen Perspektive zu betrachten, es geht jetzt nicht primär nur darum, irgendwie ein bisschen an der Lernmethodik zu feilen. Da ändert sich nichts, ja. Sondern man muss was ganz Grundlegendes verändern. Und ich gehe jetzt mal sozusagen in die Hubschrauberperspektive oder die Adlerperspektive und stelle an den Anfang gar nicht so sehr das Schulsystem, sondern die Frage, welche Fähigkeiten Kinder für ihr Erwachsenenleben wirklich brauchen. Und das, was ich jetzt aufziehen möchte, sind 11 Punkte. Das sind für mich Qualitätskriterien einer guten Bildung. Aber nicht nur Schulbildung, sondern generell eine das Leben, wie soll ich sagen, auf das Leben vorbereitende Bildung. Da würde ich gerne auch noch einmal, wenn wir das Wort Bildung einfach nochmal nehmen, ich denke auch, dass das, was du in die Welt gibst, es geht nicht darum, nur Bildung jetzt für die Kinder zu bringen und eine Idee zu haben, wie Bildung für unsere Jugend in der Zukunft sein sollte, sondern Bildung ist für jeden ganz, ganz wichtig. Und ich denke auch, dass wir eine Menge jetzt noch an uns in diesem Leben, in dieser Zeit verändern dürfen und das Thema Bildung auch da eben eine Rolle spielt. Also diese 11 Punkte sind nicht nur für die Kinder und Jugendlichen nein, sondern ganz wichtig für uns alle. Ich habe mal in einer Schule unterrichtet, also einer Osteopathie-Schule, und da gab es in der Nähe von der Schule war so ein Stromkasten von der Stadt, und der war so mit Graffiti bemalt. Also nicht beschmiert, sondern wirklich, da waren schöne Bilder drauf gemalt. Und da war ein Spruch, den habe ich gelesen, und das war mir sofort klar. Da stand: Bildung braucht Bilder. Und wenn wir reden von neuer Bildung, dann brauchen wir neue Bilder, neue Weltbilder, neue Menschenbilder, neue Selbstbilder, die es jetzt sozusagen uns zu erarbeiten gilt. So, ich fülle jetzt mal kurz diese Kriterien auf. Also das sind sozusagen Qualitätskriterien, und eine Schule oder ein Bildungssystem kann mithilfe dieser Kriterien sozusagen beurteilt werden, ob es am Ende, sage ich mal, dazu führt, dass viele Kinder mit diesen Eigenschaften am Ende dieses System verlassen. Ja, dann kann man sagen, es ist ein gutes System. Das erste Kriterium ist das Vertrauen in die Welt, beziehungsweise das Urvertrauen, aus dem letztendlich ein Selbstvertrauen entsteht. Also fördert eine bestimmte Art von Bildung oder ein bestimmtes System bei Kindern genau das, dass sie Vertrauen in sich selbst bekommen. Mhm. Damit einhergeht auch der nächste Punkt: inneres Sicherheitsgefühl.
Denn nur wenn ich mich in dieser Welt aufgehoben und sicher fühle, angekommen fühle, verbunden fühle, dann bin ich auch mutig zu handeln. Sonst bin ich in meinem Schneckenhäuschen, gefühlsgepanzert, zurückhaltend, so ein bisschen eingeschüchtert. Oder eben das Gefühl, ich kann hier gar nichts, weil erlernte Hilflosigkeit. Nächster Punkt ist Liebesfähigkeit, Mitgefühl und Empathie. Mhm. Das ist so wichtig. Das ist das, was letztendlich diese ganze Spaltung und Trennung, die wir momentan haben, es ist die satanische Agenda von Teile, Hetze gegeneinander und Beherrsche, die wir in allen Lebensbereichen vorfinden können. Und die Lösung dazu heißt, verbinde dich mit dir selbst und mit den anderen, der Natur. Also es geht hier im Grunde, die Liebe ist das, was verbindet. Ja, es geht um Bindung und Beziehungen. Und deswegen brauchen wir mehr diese Fähigkeit, Mitgefühl für andere zu haben, aber auch die Neugierde aufs Leben selber, dass wir uns das nicht nehmen lassen. Dann, wichtiger Punkt, die Fähigkeit zum Finden der eigenen Lebensbestimmung. Aus meiner Sicht einer der wichtigsten Punkte überhaupt, weil jeder Mensch bringt ja seinen Lebensplan mit und seine eigene, wie soll ich sagen, Berufung und seine eigenen Potenziale, die er genau braucht, um dieser Berufung nachzugehen. Ja. Und nicht jeder ist gleich, sondern jeder ist individuell. Und deswegen ist es wichtig, Kinder darin zu unterstützen, zu ermutigen, die eigene Lebensbestimmung zu finden. Das sieht man ja schon an den Talenten, die ein Kind mitbringt, an den Interessen, das ein Kind mitbringt. Da kann man schon so erahnen, vielleicht in welche Richtung es geht. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, so bestimmte Persönlichkeitstests, Typologien zu machen. Das ist auch eine gute Orientierung, wo man sehen kann, ah, da hat das Kind bestimmte Potenziale und Stärken. Und dann guckt man, ob das auch mit dem Verhalten zu sehen ist. Und so kann man ein Kind auf eine ganz sanfte Art und Weise, sag mal, führen. Es muss ja auch ein bisschen geführt werden, aber dahin, dass es zu sich selber findet. Ja, und ausprobieren lassen, ja. Also es geht ja auch am Ende darum, eben nicht Beruf, richtig, sondern Berufung. Da geht es doch schon los. Dieses, der innere Ruf. Was willst du mal werden, diese Frage? Oder du hast ja noch keine Idee, noch keinen Plan. Wie früh kriegen die Kinder das schon an den Kopf? Ja. Funktioniert ja nicht. Ja, werde der du wirklich bist. So muss man es vielleicht sagen. Dann einher damit geht die Fähigkeit zur Unterscheidung von Wahrheit und Lüge. Wir müssen Kindern helfen dabei, zwischen Wahrheit und Lüge unterscheiden zu lernen. Das müssen wir aber erstmal selber lernen, sonst können wir es ja auch gar nicht vermitteln. Dann geht es darum, authentisch zu sein und ehrlich mit sich selbst und anderen gegenüber. Das kann ich nur, wenn ich nicht verletzt wurde, wenn ich nicht beschämt wurde. Sonst muss ich mich schützen und lege mir eine entsprechende Maske zu, eine Rolle, die ich dann spiele. Die Fähigkeit zur eigenständigen inneren Handlungsmotivation, die ist im Prinzip angelegt, nur die wird eben durch bestimmte Ereignisse traumatischer Art, ja, verkümmert sie oder wird zurechtgestutzt. Dann die Fähigkeit zur gewaltfreien Kommunikation. Damit einhergeht auch die Fähigkeit, in Gruppen, in Teams zu wirken. Und nicht nur Gleichaltrige, sondern auch unterschiedliche Alters. Dann die Fähigkeit zur Kooperation mit anderen Menschen und Hilfsbereitschaft. Also ich sage mal, jedes Kind bringt das ja schon mit. Man muss nur schauen, dass es nicht verloren geht auf dem Weg. Jedes Kind ist neugierig. Jedes Kind möchte auch bei anderen mitmachen. Ja, es ist ja alles schon da. Wir müssen nur eben dann diesen Ansätzen, wie bei einer zarten Pflanze, vorsichtig umgehen. Liebevoll mit umgehen, verantwortungsbewusst mit umgehen, damit diese Ansätze nicht kaputt gemacht werden. Weil ich sage immer, es wird kein Mensch als Mörder, Vergewaltiger, Dieb geboren. Sie werden dazu gemacht. Mhm. Und alle freuen sich immer bei der Geburt, oh, das Kind ist gesund, alles ist dran, wunderbar. Und kaum einer macht sich Gedanken über die Software. Also das war die Hardware, die Software, das Programm, was hier oben ist. Und wenn hier ein falsches Programm läuft, ein destruktives Programm, ein Gedankenvirus, dann kann das dazu führen, dass derjenige irgendwann bei 16, 17 anfängt, Drogen zu nehmen und kriminell zu werden. Der wird aber nicht so geboren. Das muss man verstehen. Es sind immer Dinge passiert auf dem Weg dahin. Und das ist Dinge, über die müssen wir auch sprechen. Ne? Genauso das Thema Selbstständigkeit, Autonomie und Selbstachtung. Das ist eine wichtige Eigenschaft, die man letztendlich auch in sich trägt, bis eben andere sagen, hey, du darfst das nicht, so musst du machen. Also die Fremdbestimmung immer mehr Einzug hält. Und ganz wichtig, die Fähigkeit zum eigenständigen Denken, was auch einhergeht mit dem Thema, sich die richtigen und klugen Fragen zu stellen und dann nach den entsprechenden Antworten zu suchen und ein Kind darin zu ermutigen, wie es die Sesamstraße macht, wieso, weshalb, warum. Wer nicht fragt, bleibt dumm. Das kann man gar nicht oft genug betonen. Viele hinterfragen überhaupt nichts. Sie nehmen das einfach nur so an, wie es ist und akzeptieren es. Und wenn man sie dann mal mit diesen Widersprüchen, die es dann gibt, konfrontiert,
Da merkt man, das ist nicht trainiert. Da sieht man ja, okay, da ist irgendwie jetzt so eine Art, wie sagt man, kognitive Dissonanz. Ja, das stimmt, das ist ein Widerspruch irgendwie, aber das habe ich ja so gelernt, aber dann kann das ja doch nicht, die werden mich doch nicht angelogen haben, das kann ja nicht sein. Ja, aber wenn du nicht gelernt hast, Dinge zu hinterfragen und auch zu recherchieren und zwischen Wahrheit und Lüge zu unterscheiden und in dich selbst zu vertrauen, dass du auch in dir selber die Antworten finden kannst, wenn man das dir alles trainiert hat, ja, dann bist du ja hier so eine Marionette. Dann bist du eigentlich nur ein Erfüllungs-Bioroboter, der einfach nur Befehle bekommt und sie ausführt. Und das ist altes System, das ist Dressur, das ist Konditionierung. Ja? Das ist das, was wir im 19. Jahrhundert hatten und haben mussten. Sonst wären diese ganzen Katastrophen, Erster, Zweiter Weltkrieg, gar nicht möglich gewesen. Diese Abrichtung von Menschen hat in der Zeit Ende 19. Jahrhundert, Anfang 20. Jahrhunderts stattgefunden. So, das sind erstmal so die wesentlichen Punkte, die wir überhaupt berücksichtigen müssen, wenn wir sagen können, Bildung, was soll Bildung bringen? Diese Fähigkeiten sollen bei Kindern am Ende rauskommen. Dann haben wir eine gute Bildung. Das ist im Prinzip ja wie so ein Leitfaden oder so ein Wertedach, was man darüber setzen kann. Und dann geht es ja darum zu schauen, es gibt ja ganz tolle Schulformen, nicht unbedingt im Inland hier, sondern da müssen wir schon mal ein bisschen über den Tellerrand schauen, um dann zu gucken, wie kann man das aufbauen? Wie kann eben so eine Schule dann im Inneren sein? Und nie zu vergessen, für mich kommt es immer dahin, auch die Eltern und die Großeltern sind eingeladen, an sich zu arbeiten. Unbedingt. Es geht unbedingt, gar nicht unbedingt anders, weil wie sollen wir denn diese jungen Menschen, nehmen wir vielleicht mal die Generation, die jetzt um so 14, 15, 16 ist. Ich spreche jetzt aus der Erfahrung, weil ich selbst Mutter eines Jungen bin, der eben in dem Alter ist. Was ich da sehe und miterlebe, also ich stimme dir mit vielen Punkten überein, also er ist da auch leider, obwohl ich ja eine Offenheit besitze für all die anderen Themen, ist er trotzdem darin gefangen, weil die Schule ihn ja auch dahin haben möchte. Und er möchte ja nicht ausgegrenzt sein, so wie du es sagst, er möchte ja dazugehören. Und trotzdem ist es so wichtig, dass wir als Begleiter dann immer wieder auch zeigen, es gibt auch was anderes. Und das ist so wichtig, wenn wir dann eine Schule haben, die diese Weite schon bietet und die Option eben anders an das Thema Bildung und Lernen heranzugehen und Potenzialentfaltung für die Kinder, braucht es trotzdem von außen auch noch mehr Offenheit und Weite. Also eigentlich müssen wir uns alle komplett transformieren, damit es überhaupt funktionieren kann. Ah, du merkst, bei mir brodelt das dann auch innerlich, weil ich halt noch mittendrin stecke, auch eben dadurch, dass ich ja noch einen Sohn habe, der noch das zur Schule geht. Was du beschreibst, ist vielleicht ein gutes Beispiel, ist das gar nicht mal primär nur die Schule selber, sondern der Zwang, dass dein Sohn jeden Tag in der Woche mit Gleichaltrigen zusammen sein muss. Ja. Und das Verhalten, was er zeigt, kann man sehr einfach erklären. Das ist im Grunde eine sogenannte Trotzreaktion, weil er eine Bindungsaffäre eingegangen ist. Mit Gleichaltrigen. Und wenn er sich mit Gleichaltrigen mehr sozusagen identifiziert als Bezugsperson, dann wird er alles, was diese Bindung in irgendeiner Art und Weise beeinträchtigt, also zum Beispiel dich als Eltern oder Mutter, die dann sagt, na, wird er eher so eine Gegenreaktion zeigen, so eine Art Abwehr. So. Und das ist dieses trotzige Verhalten. Das hat eher was mit dieser gleichaltrigen Orientierung zu tun. Und jetzt nicht direkt mit der Schule, nur indirekt, weil die Schule die Kinder dazu zwingt, eben zusammen zu sein zu müssen, also Stichwort staatliche Zwangsbeschulung. Dieser Rahmen schafft diese Bedingungen, der offensichtlich von bestimmten Kräften gewünscht ist, um die Kinder von den Eltern zu abzukoppeln. Ja. Na gut, das ist das plus Problem. Der Hormoncocktail, der in dem Alter dann natürlich auch mal anfängt auch der, zu sprudeln. Aber auch da gilt es letztendlich, wenn Jungen, früher wurden Jungen initiiert von Männern, ja, die hatten ihnen gezeigt, wie sie mit Hormoncocktail umgeht. Und wenn Jungs und Mädchen in dem Alter zusammen sind, na, was soll denn da passieren? Die Mädchen sind schon sehr reif, die könnten schon Kinder kriegen. Die Jungs entdecken ihr Testosteron. Das ist also absolut eigentlich gegen die Lernphysiologie. Die Jungs sind ständig abgelenkt. Mhm. Ja, also man hat Untersuchungen gemacht. Man hat auch wieder in Schulklassen oder in Schulen, wo das immer so eine Mischung gab, hat man es immer wieder getrennt. Das heißt, man hat Jungs und Mädchen wieder getrennt. Und siehe da, beide haben davon nur profitiert. Mhm. Ja, die Jungs waren nicht mehr abgelenkt. Sie hatten nicht das Gefühl, sie sind irgendwie Versager in den Augen der Mädchen, weil sie vielleicht noch nicht so gut sprachlich, was weiß ich, sind, sondern sie waren unter ihresgleichen und konnten in ihrem Tempo dann sich den Stoff erarbeiten, die Mädchen genauso. Und es, für beide Klassen hat es nur Vorteile gehabt. Es sind ja diejenigen, die wirklich das wissen ja, was sie damit anrichten, wenn sie in dem Alter Jungs und Mädchen zusammenmischen, logischerweise. Ja. Ja.
Ich will es nochmal klarer machen, auch wirklich für diejenigen, die sich das jetzt anschauen, damit auch, ich möchte jetzt hier so ein bisschen Gedanken rausgeben, die auch gerne aufgegriffen und weitergedacht werden dürfen, weil wie gesagt, es ist eine Kollektivaufgabe. Aus meiner Sicht gibt es 6 Bereiche, die wir angehen müssen, wenn wir von einer erfolgreichen Bildungsreform sprechen. Und die meisten Bildungsreformen gehen überhaupt nicht diese Bereiche an, deswegen funktioniert es auch nicht. Deswegen haben wir immer das gleiche System aus dem 19. Jahrhundert. Ich führe die mal auf, die Bereiche, erkläre das kurz. Damit kann jeder sich letztendlich wiederfinden. Und zwar der erste Bereich ist die Inhalte. Was wird unterrichtet? Ja? Bisher wurden ja nur, sage ich mal, staatlich vorgegebene Lehrpläne aufoktroyiert und nach dem Motto, es muss jetzt so und so und so. Aber es sind keine lebensrelevanten Inhalte, die wirklich für das Kind, weil weißt du, wenn ein Kind den Bezug zum Leben herstellt und sieht auch zu seinem Leben, dann ist es motiviert. Aber wenn es sagt, du musst das jetzt lernen, ja warum? Ja, ist jetzt halt dran und dann machst du halt Prüfungen und wenn du es nicht beschaffst, dann wird dein ganzes Leben sozusagen gescheitert sein. Super, tolle Erpressung, tolle Motivation übrigens. Ja. Das heißt aber auch, zweiter Punkt, das Warum. Warum unterrichtet wird. Bisher wird eigentlich nur das unterrichtet, was dazu führt, dass Menschen sich an eine kranke Gesellschaft anpassen, sprich Normopathie. Ja? Und es gibt so einen schönen Spruch, der lautet, wer Leistung will, muss Sinn anbieten. Das heißt, wenn der Lehrer nicht in der Lage ist, den Sinn eines Inhaltsstoffes zu vermitteln, dass er sagt, liebe Kinder, ihr braucht dieses Wissen nicht, um im Leben klarzukommen, das ist zu allgemein, sondern ihr lernt jetzt Mathematik, um zum Beispiel, also oder heilige Geometrie, um, was weiß ich, Proportionen an euch in der Natur, um letztendlich den höheren Schöpfungsplan auch zu erkennen im Aus in der Welt. Oh, gibt es da sowas? Ja. Das heißt also, bevor überhaupt etwas unterrichtet wird, muss erstmal die Sinnfrage geklärt werden. Was soll ich mit diesem Wissen, was ich jetzt vermittelt bekomme, überhaupt in der Welt bewirken oder erreichen können? Was bringt mir das? Also was ist der Sinn? Warum soll ich das lernen? Zweiter Punkt. Dritter Punkt, wie unterrichtet wird. Hier geht es also um die Art der Methodik, der Didaktik. Und die ist momentan nicht sehr hirngerecht. Alleine schon, wenn man Kinder dazu zwingt, so lange still zu sitzen. Oder auch, wenn man eben nur linkshirnig unterrichtet und nicht beide Hirnhälften miteinander verbindet. Gefühle sind genauso wichtig. Ja, das machen ja zum Beispiel, ich sag mal, die Waldorfschulen vielleicht ein bisschen mehr im Ansatz, dass sie dann auch Dinge, es wird zwar immer alles mal belächelt, aber wenn man es aus lernphysiologischer Sicht betrachtet, ist das schon sehr sinnvoll, was die machen. Ja? Also hirngerechtes Lernen. Vierter Punkt, wo unterrichtet wird. Ja, wenn man sich die heutigen Schulen anguckt, das ist ja furchtbar. Das ist einfach nur hässlich. Viele Schulen sind einfach nur hässlich aufgrund des Schulgebäudezwanges, den wir haben. Ja? Geht auch mit den Kindern in die Natur zu allen Jahreszeiten und sie verstehen, was Jahreszeiten sind, was Rhythmen sind, was Zyklen sind, wie sich die Natur verändert, wie sie sich selbst verändert. Sie merken doch auch, jeden Tag müssen sie zur gleichen Zeit hin. Das ist völlig unphysiologisch. Im Sommer mag das ja noch gehen mit Frühaufstehen. Im Winter ist es wiederum anders. Ja? Das heißt also auch, wo unterrichtet wird. Es muss ein Ort sein, wo Kinder sich wohlfühlen und nicht, wo sie hingehen und morgens schon im Stress sind, weil sie merken, scheiße, da kommen jetzt wieder die anderen Mitschüler, die mich gestern so geärgert haben. Und jetzt muss ich mit denen 1 Stunde oder 2 Stunden im gleichen Raum verbringen. Und ne, die sind ja nur angespannt. Mhm. Ja, furchtbar. So, fünfter Punkt ist der Umgang der Lehrer beziehungsweise der Schule mit den Schülern. Kann man ganz viel zu sagen. Die Art, wie heute Lehrer mit Kindern umgehen, ich will denen keinen direkten Vorwurf machen. Es gibt wirklich Lehrer, die sind ungeeignet für den Beruf und viele, sage ich mal so, haben vielleicht eine falsche Motivation ergriffen, warum sie es gemacht haben. Die Grundvoraussetzung wirklich ist, um Lehrer zu werden, ist, der muss Kinder lieben oder sie. Alles andere ist zweitrangig. Du musst zu Kindern einen Draht haben. Du musst zu Kindern eine liebevolle Verbindung aufbauen können. Weil sonst bist du ungeeignet. Wenn du nur irgendwelches Maschinenwissen da runterrattern möchtest, das ist nicht dafür geeignet. Kinder ist die, ich sag mal, mit Kindern umzugehen, ist die höchste Schule. Ist sozusagen die höchste, größte Herausforderung, weil man da am meisten falsche Sachen machen kann, anrichten kann und letztendlich, ich sag mal, den Lebensverlauf von Kindern letztendlich nachhaltig negativ beeinflussen kann. Wenn man es gut macht, kann man auch sehr positiv beeinflussen. Und der letzte Punkt ist der Umgang der Schüler untereinander. Und bisher haben wir eigentlich so eine Konkurrenzsituation aufgrund der Benotung und der Klassen oder dieses Kastenwesens, wo man alle in eine Klasse steckt mit dem gleichen Alter. Wenn man jetzt, sage ich mal, das öffnet und sagt, wir machen offene Lerngruppen, altersübergreifende Lerngruppen, und es gibt keine Benotung mehr, sondern es geht darum, am Ende, dass alle es schaffen. Das heißt, man spornt die Schüler dazu an, sich gegenseitig zu helfen zum Beispiel. Ja? Also Gruppenarbeit, Projektarbeiten und nicht, ja, ich habe die Note, ich bin besser und du bist schlechter, diesen ganzen Unfug, sondern wirklich sie dazu animieren, sich gegenseitig zu helfen, dass es auch eine Gruppenleistung ist. Ja? Dass das Individuum genauso berücksichtigt wird wie auch die Gruppe, sodass man hier eine Situation kreiert, wo keiner ausgegrenzt wird.
benachteiligt wird. Und wenn einer ausgegrenzt wird, dann sollen sich die, die schon weiter sind, um den kümmern und ihm helfen, dass er auch auf das Niveau kommt. Ja, und das wäre sozusagen die Methodik Lernen durch Lehren, dass die Schüler sich untereinander auch den Stoff, der eine hat es schon verstanden und bringt es jetzt den Jüngeren bei, und Lehrer werden dann nicht mehr Lehrer, sondern nur noch Lernbegleiter bzw. Lerncoaches. Ja. So stärkst du auch diese Selbstwirksamkeit der Kinder, die Eigenmotivation, und die Kinder bekommen das Gefühl, ihr Wirken ist wirklich wichtig in dieser Welt. Es macht einen Unterschied. Und sie müssen nicht einfach nur stillsitzen und irgendwas bulimiemäßig wiederkauen und auskotzen. Ja. Das wären, sag ich mal, so die 6 Bereiche, um die es jetzt primär geht, womit man sich wirklich mal intensiv auseinandersetzen muss. Und damit kann man letztendlich alles, was du draußen siehst, wenn sie wieder ankommen, ja, wir machen Rechtschreibreform, dann weißt du schon, ihr habt es nicht begriffen. Mhm. Ihr wollt es auch nicht. Mhm. Ihr konserviert den alten Zustand. Ihr malt eine andere Farbe draus auf die Fassade, aber es ändert nichts. Es ist immer noch das gleiche alte System, vermodert bis zum Abwinken und nicht mehr zeitgemäß fürs 21. Jahrhundert. Es gibt ja glücklicherweise schon die Gruppen, die sich eben mit freien Schulen beschäftigen. Und es gibt ja auch schon einige freie Schulen im Land, die durchaus schon mit ganz anderen pädagogischen Ansätzen kommen und die auch ein ganz anderes Bestreben schon mitbringen. Denen wird es nicht so leicht gemacht, wenn vor allen Dingen, weil sie ja eben auch durch eine Prüfung müssen, dass sie staatlichen Regularien ja unterliegen und dass sie ja schon auch gewisse Zwänge dann haben. Aber die ersten Impulse und ich glaube mal die ersten, wenn wir das als Dach wieder betrachten, die ersten verwandeln den Inhalt schon zu dem, was ein ganz normaler staatlicher Bildungsapparat so hat an Gebäude und so weiter. Also gerade dieses auch im Freien zu lernen oder eben eine Schule zu haben, die eben nicht aussieht wie eine Schule, sondern dass dort Werkstätten sind und so weiter und so weiter. Ja. Ja. Und dass eben auch altersübergreifend miteinander agiert wird. Und ich glaube, das inspiriert ja dann auch. Und da müsste es aus meiner Sicht viel, viel mehr Möglichkeiten geben für diese Schulen, dass sie wachsen dürfen, dass sie überhaupt entstehen dürfen. Und dass sich da Menschen finden, die es vielleicht auch unterstützen, gerade auch finanziell, weil die müssen ja eine Menge auf die Beine stellen dafür. Das ist der entscheidende Punkt. Da sind wir ja auch im Hintergrund ein bisschen am Helfen, wenn ich das hier so verraten darf. Also würden mal die Unternehmer verstehen, wie interessant es wäre, sich finanziell zu engagieren in dem Thema freie Schulen und es dort auch dann übergreifend Kooperationen gibt von Inhalten und miteinander wirken, könnte man das Ganze ganz anders auf die Beine stellen. Ja, das Verrückte, das wirklich Verrückte ist, in den Gesetzen ist eigentlich alles enthalten, nur es wird nicht umgesetzt. Mhm. Ja, also es wird im Grunde seit den 70er Jahren wird eigentlich ein humanistisches Bildungsideal gefordert. Aber das ist Theorie, wird in der Praxis nicht gelebt. Warum nicht? Weil in der Praxis der wirtschaftliche Druck dermaßen auch auf alles lastet, Geldsystem, also deswegen der Spruch, gib mir die Kontrolle des Geldes und es ist mir egal, wer die Gesetze macht. Das sehen wir hier auch. Das heißt, die heutigen Schulsysteme in der westlichen Welt sind darauf ausgerichtet, auf schneller, höher, weiter. Also Leistung, Wettbewerb, weil unser Wirtschaftssystem so funktioniert. Obwohl die Gesetze es hergeben würden, es anders zu machen. Es gibt ja Länder wie Finnland, die machen es anders. Mhm. Ja. Und das Problem ist, in den Köpfen, das ist diese erlernte Hilflosigkeit, gerade bei uns Deutschen, ist immer noch das alte Programm drin. Die Menschen können sich nicht vorstellen, dass es anders geht, dass es anders möglich wäre. Sie können es sich nicht vorstellen. Sie haben Angst, diesen Schritt zu machen. Sie glauben, wenn sie das dann angehen, es würde so ein Riesenaufwand sein und sie sind ja jetzt schon überlastet. Ich kann das alles nachvollziehen. Aber es ist ein Denkfehler. Das Problem ist hier oben. Es ist ein Denkfehler. Weil wenn du effektiver lernst, lernst du in kürzester Zeit den Stoff von einem Jahr, lernst du innerhalb von 2, 3 Monaten. Dann hast du so viel Zeit und kannst andere sinnvolle Sachen machen. Das heißt, die Lehrer müssen sich auch mal die Frage stellen, oder sich damit beschäftigen, was möglich ist. Sie sind eingebunden in ein System, das ist mir völlig klar. Sie haben Druck von oben, ist mir auch alles klar. Und trotzdem, wenn sie sehen, dass es mit den Kindern nicht gut gestellt ist, und ich habe erst vor kurzem auch unter einem Video von meinen Videos einen Kommentar von einer Lehrerin gelesen, die seit 50 Jahren, also die hat vor 50 Jahren ihren Beruf angefangen als Lehrerin, und sie meinte, damals hat ihr Professor an der Uni gesagt, ja, es dauert etwa 50 Jahre, bis sich etwas grundlegend verändert. Und sie guckt zurück und sagt, es hat sich nichts grundlegend verändert. Im Gegenteil, also verändert ja, aber eher negativ. In die negative Richtung. Es ist eher schlechter geworden, schlimmer geworden. So. Das heißt, von alleine wird sich hier nichts verändern.
Und das ist das Problem. Es ist eine Kollektivaufgabe. Was ich jetzt hier sage, ich bin, sage ich mal, das ist meine Stärke. Ich kann, sage ich mal, Dinge sehr klar auf den Punkt bringen, beziehungsweise Zusammenhänge herstellen, die viele nicht sehen. Aber ich kann das nicht alleine machen. Das heißt, klar, die Unternehmer sind gefordert, aber es ist nicht nur das. Es sind die Eltern genauso gefordert. Und man soll auch aufhören, auf die Lehrer immer nur rumzuschimpfen, weil die sind in einem System genauso wie die Ärzte gefangen. Es ist, also die Patienten müssen genauso, sage ich mal, herangenommen werden, wie jetzt in dem Fall die Eltern. Ja. Und wenn wir wirklich uns überlegen, es soll ja zum Wohle der Kinder gehen, dann muss man überlegen, es wird jetzt wahrscheinlich, man kann nicht das einfach das so ändern, man muss eine Übergangsphase schaffen, um dann letztendlich dahin zu kommen, wo wir vielleicht mal hinwollen oder wo wir selber noch gar nicht wissen, wo wir hinwollen, aber wir wissen zumindest, was wir am Ende bei den Kindern erreichen wollen, nämlich diese Fähigkeit, die ich aufgeführt habe. Ich habe jetzt vielleicht ein paar Ideen noch abschließend für eine Übergangslösung. Mhm. Zu diesem Neuen. Und das Neue, wie gesagt, da müssen wir uns zusammensetzen und selber überlegen. Es gibt viele tolle Ansätze. Es treten auch immer mehr Menschen an mich heran, die auch schon solche pädagogischen Ansätze haben. Wunderbar. Und es muss noch viel mehr werden. Also jetzt bitte nicht alle an mich rantreten, sondern es müssen sich viel mehr Menschen Gedanken darüber machen. Darum geht es mir. Ich möchte hier einfach nur mal einen Impuls raussetzen. Das größte Problem, das werden mir die Pädagogen und Lehrer gerade in den Grundschulen auch einfach bestätigen, ist, dass viele Kinder heute gar nicht mehr die Voraussetzungen mitbringen für die Unterrichtbarkeit. Warum? Weil sie unreif sind. Warum? Weil sie Bindungslosigkeit erlebt haben. Ja? Und infolgedessen bringen sie die drei Grundvoraussetzungen gar nicht mehr mit, die sogenannten psychobiologischen Voraussetzungen, nämlich diesen Drang zur Selbstentfaltung, man spricht von Emergenz, dann die sogenannte Adaption, das ist die Frustrationstoleranz oder auch die Bereitschaft, aus Fehlern und Korrekturen zu lernen, und die sogenannte Integration, das heißt, dass man in der Lage ist, widersprüchliche Gedanken und Gefühle quasi auf einer höheren Verständnisebene in Einklang zu bringen. Und das ist alles abhängig von der Reife des Kindes. Und Reife entsteht durch Bindung. Das heißt, dieses Thema Bindung ist so unterrepräsentiert in der Ausbildung von Pädagogen und im Verständnis auch der Eltern, warum das wichtig ist. Wir brauchen gar nicht so viele Konzepte da draußen. Wir müssen nur eine Sache berücksichtigen. Wir müssen Bindung berücksichtigen. Dann macht die Natur alles von sich aus. Die Kinder bleiben motiviert, werden reif, sind neugierig auf die Welt, sie wollen die Probleme der Welt lösen. Das kommt alles. Wir müssen jetzt aufhören, den Kindern wieder von außen neue Konzepte überzustülpen, würde ich damit nur sagen. Wir müssen nur eine Sache verstanden haben. Bindung ist der Schlüssel. Das ist das Wichtigste überhaupt, wenn man das verstanden hat aus diesem ganzen Interview. Bindung ist der Schlüssel. Weil Bindung, die Früchte der Bindung ist Reifung. Und Reifung bringt diese Voraussetzungen mit, damit ein Kind eigenmotiviert weiter handelt und auch in der Lage ist, Widersprüche zu erkennen und auch sozial sich zu verhalten. Empathisch, liebevoll. Also diese ganzen Fähigkeiten, die ich aufgeführt habe, hängen unmittelbar mit der Reifung, sprich mit der Bindung zusammen, die das Kind erfahren hat. Das heißt, wir brauchen nicht mehr Kitas, wir brauchen nicht mehr Betreuer und so weiter. Und wenn, dann müssen wir sie in Bindungsfragen schulen. Wir brauchen Entlastung der Familien, wir brauchen Schulung für die Familien, damit die Frauen, dass die Arbeit der Frau als Mutter wie eine ganz normale Arbeit auch honoriert wird und nicht mit so einer Armuts 0815 Geschichte, sondern Das ist eine hochwertige Arbeit und die muss genauso geschult werden über Bindung. Das sage ich mal so, das sollte mit passieren, eine Schulung in diesem grundlegenden Verständnis darüber, wie Bindung funktioniert. Ja. Dann hätten wir eine Veränderung. Geld ist ohne Ende da, das ist ja das Verrückte. Ja. Für Kriege und so ein Mist ist Geld da, aber für diese einfachen Sachen, das sind eigentlich Bildungsprogramme. Bildungsprogramme, Entlastungsprogramme und weniger via Kitas und Schulen bauen, sondern mehr sich mit Bindung beschäftigen. Ja, das ist sozusagen der Punkt, der erste Punkt. Das wird natürlich jetzt nicht von heute auf morgen passieren, das ist mir klar, deswegen, aber ich will diesen Gedanken ausgegeben haben, weil damit muss man sich beschäftigen, wenn man wirklich die Probleme lösen will, die wir heute haben. Wir sind eine bindungslose Gesellschaft, eine traumatisierte Kindergesellschaft, entwicklungstraumatisierte Kindergesellschaft. Und wir müssen diese Probleme lösen und die können wir nur lösen, wenn wir ein Grundverständnis von Bindung haben. Und Bindung ist das, was Traumata löst, was sozusagen wieder dieses Gespaltensein in uns, aber auch zwischen uns auflösen kann. Ja, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Bin ich voll bei dir, ja. Was noch wichtig wäre für die Jungen, ein höheres Einschulalter, weil sie nachreifen müssen. Sie sind eben in dem Alter meistens noch ein bisschen unreifer als die Mädchen. Das ist einfach so. Frauen oder Mädchen sind von ihrer Biologie her schneller reif. Ne? Und das muss man berücksichtigen. Genauso sollte man aus meiner Sicht auch die Geschlechter trennen wieder, also Jungs- und Mädchenklassen, und aber nicht nur gleichaltrige, sondern altersgemischte offene Lerngruppen. Ja, also wie es auch natürlich ist. Mehr männliche Lehrer, ganz wichtig,
beziehungsweise männliche Mentoren, damit im Grunde eine Art von Ersatzbevaterung stattfinden kann. Viele sind untervatert, die haben zu wenig Bezug zum Vater, das ist das Traurige. Und das erklärt auch viele Probleme, die da draußen entstehen. Und ja, sinnbasiertes Lernen, also was ich schon sagte, man muss im Grunde den Kindern klar machen, das Warum, den Sinn hinter eines Lernstoffs. Den Bezug zum eigenen Leben, zum Praxis herstellen, damit die Kinder merken, ja, das macht Sinn. Das heißt, die Lehrinhalte sollte man am echten Leben orientieren. Das heißt, Theorie und Praxis 50-50. Das heißt, man bringt den Kindern einen bestimmten Lernstoff bei, sagt ihnen aber, warum das wichtig ist und macht dann gleich auch praktische Sachen dazu, damit sie es lernen, damit sie eine bestimmte Fähigkeit am Ende beherrschen, keine Note. Das heißt, Benotung komplett weglassen und nur schauen, ob ein Kind eine bestimmte Fertigkeit am Ende eines Lernzyklus gelernt hat. Und wenn nicht, dann wiederholt man das Ganze und hilft dem Kind dabei, dass es diese Fertigkeit auch kann. Und keine Benotung, weil Benotung, wie gesagt, trennt wieder und ist letztendlich auch wieder Konkurrenzsituationen und. Also es geht darum, Inhalte zu vermitteln, die mit dem echten Leben zu tun haben, damit die Kinder auch wirklich früh mit der Erwachsenenwelt zu tun haben, weil die Erwachsenenwelt ist viel spannender als jeder Spielplatz und jedes Spielzimmer, weil das sind echte Probleme. Und unsere Aufgabe ist es, die Kinder auch in die Erwachsenenwelt einzuführen, weil sonst haben sie das Problem, wenn sie mit Anfang 19, 20 in die Erwachsenenwelt entlassen werden, haben sie Angst. Mhm. Weil das ist eine für sie unbekannte Welt, die haben sie bisher nicht wirklich kennengelernt. Sie wurden ja die ganze Zeit davon ferngehalten. So. Und das wären aus meiner Sicht so wesentliche Grundprinzipien, auf die man sich halt mal hier orientieren sollte. Ja? Also wir brauchen wieder eine echte Erwachsenenkultur, eine Elternkultur mit vertikaler Kultur- und Wertevermittlung im Gegensatz zu der heutigen vorherrschenden gleichaltrigen Kultur, wo die Kinder untereinander sich versuchen, gegenseitig Sachen beizubringen. Mhm. Das kann natürlich nicht funktionieren, weil Unreife untereinander, wo soll es herkommen? Die brauchen also immer einen reiferen Bezugspunkt, der ihnen sozusagen neuen Input liefert. Und zwar auch durch das eigene gelebte Vorbild. Mhm. Nicht nur hier bla bla bla, ja. Ihr dürft nicht rauchen und dann hinter der Ecke sind die Kinder plötzlich wieder raucht oder was weiß ich. Sondern das muss schon auch ein Mensch sein, der authentisch ist. Weil Kinder haben Antennen dafür, ob jemand authentisch ist oder nicht. Ob er nur redet und dann auch was völlig anderes macht. Ja. Das sind so jetzt mal sehr stark zu komprimiert die wesentlichen Punkte. Aber der Schlüssel ist Bindung. Der Schlüssel ist Bindung, damit wir diese Spaltung nicht nur zwischen uns, sondern auch in uns auflösen können. Beziehungsweise, dass es gar nicht erst zu diesen Spaltungen kommt, dass also die nächste Generation, die jetzt geboren wird, in den Genuss kommt, einer guten Bindung zu gelangen. Mhm. Ja? Und weniger in diesen Teufelskreis der Normopathie. Das ist eigentlich aus meiner Sicht das Wichtigste. Einer meiner Ausbilder hat immer gesagt, es ist eigentlich wichtig, dass jeder Mensch, der eine Beziehung dann eingeht, eine Ehe eingeht, also da ging es damals um das Thema Ehe, mindestens 3 Familienaufstellungen macht, beziehungsweise sich dem Thema intensiv widmet, damit dann eben die Familie wirklich eine Familie sein kann und die Kinder, die reingeboren werden in das System, eben nicht mit den alten Prägungen und Glaubenssätzen und mit den Lasten aus den alten Generationen direkt behaftet werden. Und ich glaube, das ist das, was ich für mich auch nochmal aus dem Gespräch von heute mitnehme. Bildung und Schulsystem geht nicht nur darum, uns ein Gebäude neu zu bauen, wo wir dann unsere Kinder unterrichten lassen, sondern es geht um uns alle. Wir dürfen alle transformieren und neu in Verbindung zu gehen, das können wir heute anfangen. Wir haben es schon angefangen, indem wir miteinander hier sprechen. Und ich glaube, das ist das, was ich auch auf jeden Fall aus diesem Gespräch mitnehme. Ich bedanke mich für deine Impulse. Ich weiß nicht, ob du noch irgendwas hast, was du rausgeben magst zu den Zuschauern. Hast du noch was? Ja, ein Schlüsselsatz. Ja, bitte. Bindung vor Weisung. Du kannst erst dann jemandem was beibringen, unterrichten, wenn du eine Bindung hast. Ohne Bindung funktioniert es nicht. Dann gibt es nämlich einen biologischen Schutzmechanismus in den Kindern, der sich davor wehrt, von dir etwas anzunehmen. Erst Bindung, dann Weisung. Ja? Das ist für alle Pädagogen wichtig. Ich weiß, wenn die sagen, ja, aber das können wir ja gar nicht, wir haben zu viele Kinder zu betreuen. Egal, denk trotzdem dran. Bindung vor Weisung. Das ist aus meiner Sicht der Schlüsselsatz, an dem alles dranhängt. Vielen, vielen Dank, lieber Reik. Bis zum nächsten Mal und mit einem Lächeln für meine Zuschauer.